Servus Leute, zurück zu Let's Play Darkest Dungeon. So. Nein, kann sie nicht. Kann sie niemals warten. So, ich habe alle Leute hier rausgeholt. Die Kutsche. Tatsächlich bin ich gerade mit 21 Leuten ganz zufrieden, aber ich weiß schon, dass ich hier weitergehen muss. Und in der Zwischenzeit, während ich das da sammeln und ausgeben muss, sammle ich auch diese Porträts. Also darauf habe ich meinen zweiten Fokus. Schreibt mir mal in die Kommentare bitte, wie es ist. Ich habe festgestellt, man kann hier Sachen tauschen. Macht es Sinn? Oder ist das... Ja gut, es ist wahrscheinlich immer ein Waste of Stuff, wenn wir hier zum Beispiel so tauschen, um das zu beschleunigen. Das, dafür kriege ich aber deutlich mehr davon. Okay. Also der Tauschpreis in... Kann es sein, dass Porträts sehr wertvoll sind? Oder ändern sich die Preise? Ein Porträts kriegt man am wesentlichsten. Oh, kann es sein, dass es tatsächlich... Wie sieht es denn aus, wenn ich mir Porträts tauschen möchte? Oh ja. Oh. Oh. Porträts sind das wertvollste Gut, das es gibt. Gut zu wissen. Dann muss ich darauf achten, wenn ich farmen gehe. Allein so ein Porträt umzutauschen ist meist mehr wert als was anderes. Außerdem habe ich in den Kommentaren gesehen, dass ihr meint, es ist keine so Premium-Idee. Es ist keine dumme Idee, aber es ist jetzt nicht die beste Idee, ewig Low-Level zu bleiben, um halt kurze, einfache Dungeons zu besuchen, weil die Belohnungen da drin, ja, die sind halt auch dementsprechend geringer als bei größeren Ausflügen. Ja, kann ich nachvollziehen, aber mein Inventar ist ja auch meistens immer begrenzt. Also, ich hatte jetzt schon ein paar kurze Ausflüge, wo mein Inventar schon voll war. Gut, da war jetzt das Beste, der beste Loot drin, aber naja. Egal. Für heute habe ich mir vorgenommen, dass dieses aufgeploppt. Ich habe ein bisschen ein-, zweimal Wald noch gemacht. Der Hof hat sein Event wieder. Und ich habe auch nachgeschaut. Tatsächlich, ich werde das jetzt auch ein bisschen aufschieben mit dem... Also es wurde mir empfohlen, sagen wir so, dass ich das ein bisschen in die Zukunft verschiebe, da hinzugehen. Weil sobald man diese Anfangsquest hat, macht, dann ist der Fluch über die ganze Welt prinzipiell. Vielleicht nicht unbedingt über den Bauernhof, aber sonst über die ganze Welt. Und das kann das kann Probleme bereiten. Oder Schwierigkeiten mit den Sachen, die da drin fügen. Auf jeden Fall, wir haben es vor. Ich hab's vor. Wird geil. Aber ja, ich gönne mir erstmal hier ein bisschen Grinding. Und ich werde wahrscheinlich auch erst die Stufe 1 Bosse hier, wenn ich so richtig anschaue, machen, bevor ich das da dann öffne. Aber jetzt haben wir das hier. Das hat mich irritiert. Erstens, sammle 3 Medizin, hatte ich noch nicht bisher. Mittel ist auch okay, wollt ihr gerne Mittel? Also ich bin ja auch dafür Mittel, mehr Mittel. Gibt es mehr Loot auf jeden Fall, hier 1500 mehr Gold und ein bisschen mehr Wappen und so. Aber das interessiert mich. Versammlung der Pfleger ist, ich wusste nicht, dass es Quests gibt, die... Ich weiß nicht, ob das random ist oder ob das ein wirklich gecodete Quest ist, wo halt dann dieses Dorfereignis erst dann kommt. Deswegen, das möchte ich testen. Ich habe hier auch schon die Truppe ausgewählt, das mache ich mir gerne vorher. Na gut, Fernkampffähigkeiten bei ihm ist jetzt auch nicht das Schlimmste, dass er es nicht kann. Er kann zuschlagen und ansonsten Leichname entfernen, ist immer gut. Ja, sich buffen, okay, mache ich nicht. Aber das da ist schon gut. Ehrwürdigkeit, sehr geile Sache. Also das ist prinzipiell sein eigener Heiler. Der will einfach nur schlagen, Heilertalent. der will einfach bloß zuschlagen, kann aber auch Stress lindern. Und das Coole ist... Ich hatte davor einen anderen Flaggelanden, den habe ich weggeworfen, weil der taugte mir nicht so, aber dem seine Fähigkeiten sind gut. Er kann vorne und hinten angreifen, muss halt bloß an der zweiten Position oder ersten Position sein. Und hier hat er halt auch prinzipiell was, wenn er Low-Level ist, dann geht er richtig ab. Das wird auch bei denen belohnt, mit Low-Level rumzulaufen. Dann habe ich ihn als, ja, Hauptheiler, nennen wir es mal so. Die Fähigkeit ist stark, aber... Ich finde tatsächlich das dämonische Zerren umso geiler, weil da hole ich mir die ganzen Lowbobs aus den hinteren Reihen, die gleich getötet werden müssen. Und ansonsten, ja, der ist ganz okay. Und ja, irgendeinen, der schießen kann, habe ich mir gedacht. Irgendeiner aus der letzten Reihe. Diesmal vielleicht kein Heiler. Der habe ich auch ein bisschen ausgedünnt. Ich habe tatsächlich jetzt Barbaren bekommen. Yay! Habe sie auch eine zumindest schon mal getestet.
Ja, tatsächlich. Nachdem ich sie getestet habe, finde ich. Ich will mehr von dem. Da habe ich immer noch plus einen. Ja, okay. Ich habe viele aus der für die erste Reihe. Tatsächlich einige aus der zweiten Reihe kann man auch in die erste Reihe setzen. Die dritte und die letzte Reihe sind jetzt wieder ein bisschen underwhelming, aber gut. Gibt Schlimmeres im Leben. Machen wir jetzt erstmal hier den Wald auf Mittel und suchen ein paar Kräuter. Suchen ein bisschen Medizin. Fahrt durch den Wald den Tod. Kürzlich wurde Medizin dort zurückgelassen. Diese wäre für den Wiederaufbau des Dorfes hilfreich. Moment, Wiederaufbau des Dorfes? Gibt es ein Blueprint? Weil ich brauche dringend Blueprints. Bei einer mittleren haben wir ein Feuerholz. Wir haben schon mal Bandagen und das. Bei einer mittleren brauchen wir auf jeden Fall mehr Ressourcen. Ich habe auch mehr Ressourcen zur Auswahl. Ist es so üblich, dass man, umso größer die Quest ist, umso mehr hat man zur Auswahl? Möglich. So. Machen wir mal so. Dann. Ja, da gibt es bestimmt einiges zu looten in einem mittleren Wald, oder? Wir brauchen Fackeln. Fackeln sind wichtig. Machen wir mal 2 Stacks Fackeln. Ja, lieber mehr als zu wenig, würde ich immer sagen. Oh, ich habe schon 8 Blut. Also theoretisch, ich sammle gerade Blut, damit ich, wenn ich irgendwann mal in die Bredouille komme, auch genügend habe. So. Okay. Ich stelle gerade fest, ich habe schon lang keinen mittleren Dungeon mehr gemacht. Weil so viel wie ich hier einkaufen musste, da bin ich ja schon gleich pleite. Leute. Mein Inventar ist auf immer stacked. Ich habe von nahezu allem etwas. Warte, was fehlt mir? Was ist das eigentlich? Laudanum, eine wohltuende Tüte zwischen. Das Grauen der Dunkelheit. Habe ich, glaube ich, noch nie genutzt und noch nie wirklich gebraucht, oder? Irgendwann wird es immer das erste Mal sein. Legen wir los. Ah, diese Teile. Die hätte ich gerne. Weil die brauche ich auch für geile Gebäude hier. Ich hätte gerne nämlich das Gebäude, wo ich Edelsteine mehr stacken kann, weil dann lohnt sich's richtig. Geldtechnisch. Andererseits will ich die Bank als erstes bauen, dann brauche ich die Edelsteine tatsächlich nicht mehr, dann, weil das Geld des Zinseszins und sowas, das wird immer geiler. Wird immer mehr. Und immer mehr ist geil. Zinseszinseffekt. Ah, macht mich ganz wuschig. Deswegen muss die Bank als erstes gebaut werden. Und genau deswegen brauche ich die Porträts. 50 Porträts, glaube ich. Das Geld ist kein Thema. Der Blueprint ist auch vorhanden. 50 Porträts. Darauf gehe ich dann jetzt mit den Offscreen-Grinds dann immer, um die zu finden. Our land is remote and unneighbored. Every lost resource must be recovered. Das verstehe ich manchmal nicht. Warum kriegen die keinen Stress und andere Stress? Wie kalkuliert sich das? Ich weiß, dass wenn ein Held in einen Dungeon reinkommt, für den er nicht geeignet ist, Stress bekommt, aber jetzt auf dem Low-Level-Lehrling... Ach so, Moment, die sind vielleicht Lehrling und die... Doch, der ist auch Lehrling. Der hatte schon Stress, aber der vielleicht nicht. Okay. Wir brauchen Medizin. Wie sieht denn Medizin aus? Da ist ein leerer Raum. Das ist eklig. Da müssen wir wieder zurück. Gehen wir erst nach unten. Da gibt es erstmal einen Dungeon Fight. Bei Helligkeit. Oh, 2 Skelette, die müssen wir noch weghauen. Schlag drauf! Jawohl! Auspeitschen! Jawohl! Der ist prinzipiell schon tot. Another Abomination. Jawohl! Oh, da haben wir einen Damage-Dealer. Wobei, da hätte ich vielleicht auch den Hundi mitnehmen können. Okay, da ist eine Falle. Eine Falle wäre gut gegen Fallen. 60, das war knapp. Fast wäre ich reingelaufen. 60. Lauter 60er. Aber gut, alles gut. Okay. Das sieht aus wie Schaufel. Ja, ich habe schon mal eine Schaufel hier verwendet. Geil. Okay, ein bisschen Test. Now it must be carried home. Ja, das Heimbringen ist kein Thema. Ah, das ist schon hässlicher dort hinten. Ah, und die dürfen auch anfangen. Garstig.
Das ist immer noch etwas, was mich am ehesten stört. Ich hätte gerne die Reihenfolge irgendwo gesehen. Das wäre schön, wenn man da irgendwo... Ah, gibt doch bestimmt Mods oder so. Bei denen war, glaube ich, eine Besonderheit, die sind blind. Du, komm nach vorne. Wir wollen mit dir spielen. So. Schnellschuss? Nein, präziser Schuss. So viel zu einem präzisen Schuss, nicht wahr? Hau auf den drauf. Vier Bluten. Na gut, der wird nach zwei Runden von selbst sterben. Harmloser Schlag. Okay. Wollte gerade sagen, das sah aus nach Bewegen-Move. Ja, nee, den ziehen wir mal. Tja, du bist nicht immun gegen Bewegen. Hab du... Nein, nein. Entschuldigung! Nein, dadurch wird Grauen ausgewirkt. Stress. Ähnlich wie Blutenschaden, bloß Stress. Yes. Ah, wobei, du bist des Todes bereits. Okay, dann kümmern wir uns um den. Sehr schön, sehr schön. Wie viel Leben hast du noch? 5, das ist nicht so gut. So, was machen wir hier? Wir schießen auf den. Ah. Ja, Tastenschlag. Der ist, glaube ich, sehr gut, wenn sie gezeichnet werden. Die haben da noch andere Fungi hier in diesem Wald, die da gut sind. Kennzeichnen. Oh, der ist nach vorne gerutscht. Und sein Ende. Das ist sein Ende. Und Schlitz! Nein! Dann halt nicht. Great is the weapon that cuts on its own. Halt. Schnellschuss da. Die treffen nix, die sind voll blind, die Fungu. Fungi? Fungi. Oh. Holy moly. Oh, eine Tasche. Ich glaube, eine Tasche habe ich noch nicht gesehen. Eine Tasche sieht normal aus, oder? Eine Tasche könnte einfach nur Loot sein, oder? Das ist eine Tasche, finde ich nicht mal. Ach, das... Ah! Das ist wahrscheinlich der Questgegenstand. Das wird eine Medizin sein. Kommt mir überhaupt fremd vor. Na gut. Tasche des Medikus, ja. Ach. Das nimmt auch Platz ein. Ja, das ist dann aber nicht so cool. Naja, machen wir weiter. Ja. Also, war das was? Nee. Da brauchen wir eine Schaufel. Nature herself, a victim to the spreading corruption, malformed with misintent. Noch eine Tasche. Da, das sind die, die zeichnen können. Also die halt jemanden zeichnen können, damit er getroffen ist. Ah, du machst Damage. Wobei, das Bluten tut gut. Machen wir mal das. Okay, da verursachen wir Blutenschaden. Dann holen wir mal den nach vorne. Weil den will ich erstmal loswerden. Sonst zeichnen sie mich und dann... Blöd. Mach mal ein Sperrfeuer. Wegen der Schwächung nämlich. So, der wird gezeichnet. Dadurch wird ein Ziel. Zum Glück. Mag er sowas, Ziel zu werden. Oh ja, das ist schon höheres Bluten. Tentakel! Hoho, geil. Dadurch wirst du... Also du stirbst auf jeden Fall. Und der andere... Oh, der andere. Der wird auch bald das Weltliche segnen. Eine Runde hat er noch.
Stolpernde Krallen, okay. Den soll ich mal heilen. Harmloser Schlag. Ist ein harmloser Schlag. Ich kann die Blutung nicht stillen, aber du willst sie auch nicht stillen, nicht wahr? Du willst sie doch gar nicht stillen. Du willst noch mehr bluten. Ah, schade. Naja, immerhin zwei geheilt. So, beide sterben als nächstes. Nice. Oh, was ist das? Oh, okay. Porträt. Oh. Oh, shit. Das ist jetzt schon ein Problem. Warte mal, haben wir nicht Essen gefunden? Wir haben noch ein bisschen. Ah, wir haben. Ah, das ist ein Riesenproblem jetzt schon. Ah, nee, ist es nicht. Ihr habt ja mir den Tipp gegeben, ich kann Sachen sofort ausrüsten. Der hat 6er-Geschwindigkeit, 6er-Geschwindigkeit, 3er-Geschwindigkeit. Du bist schon lahm. Dann kannst du es auch nehmen. So, dann nehmen wir schon mal das da und jetzt noch irgendwas. Ich kann mich gut erinnern, ich habe einmal Weihwasser weggeworfen und im nächsten Moment. Im nächsten Moment haben wir Weihwasser benötigt. Das war belastend. Äußerst belastend. Kuriositäten sind deutlich wertvoller als reines Geld. Shit, ich brauchte. Kuriositäten sind deutlich wertvoller als reines Geld. Und natürlich Quest-Items. Warte mal, wie war das markiert? War das überhaupt markiert? Das war, glaube ich, gar nicht markiert. Und schon wieder eine Schaufel. Weniger. Meine Schaufeln gehen zur Neige. Und eine Falle. Oh, probier dein Glück. Stress. Okay, da habe ich da schon was gemacht. Bandagen, okay. A handsome reward for a task well performed. Ich habe keinen Platz für so viel Geld. Das ist schade. Das ist super schade. Ja gut. Aber der Dungeon ist noch lang. Und genau deswegen will ich eigentlich gar nicht in mittlere rein, weil das ist immer so unbefriedigend, wenn ich das ganze Zeug liegen lassen muss. Okay. Hier sind. Oh, das ist schon. Lol. Quest abgeschlossen. The light. The promise of safety. Ja, aber. Ich will noch mehr. Oh, sich da glitzernde Münzen. Das war nicht gut. Aber du hast Glück gehabt. The match is struck. Hallo, meine Freunde. Sehr gut. Lass sie hinten bluten. Ja gut, die hinteren sind tatsächlich die gefährlicheren von allen. Weil die vorne sind kein Thema. Auf die prügeln wir einfach ein. Oh yes! Yeah! Ja, und dann können wir einfach hier ein bisschen schnetzeln. Okay, 50% Leben. Langsam wird's. Fluchtwolke. Ah, der wollte vergiften. Nochmal. Sehr gut. Lasst's. Oh nee, das geht nicht mehr so gut. Lass ihn bluten. Schade. Lass ihn bluten. Oh shit. Nein, das war nicht so gemein. The slow death. Unforeseen. Unforgiving. Nice. Sehr gut. Oh, jetzt können wir uns um den letzten kümmern. Ja, come on. Do it. Just do it. Wer kommt dran? Wer kommt dran? Du kommst dran. Hau drauf. Dass wir so schnell alles gefunden haben, das ist belastend. Ich musste gar nichts nutzen.
Okay, gut. Nicht so gut. Was ist hier los? Das hättest du verhindern können, diese vier Schaden. Wenn wir zu lang warten, kommen Nachschub. Das war noch nie passiert, aber... habe ich davon gelesen. Sollte nie passieren. Oh, Wappen. Wappen, Essen. 750 ist schon geil. Oh, können wir mal essen. 750 sind schon geil. Die Schaufel ist bald aufgebraucht. Jetzt schauen wir auch noch hier rein. Also die Wappen nehmen wir auf jeden Fall mit. Kuriositäten brauchen wir halt. Schlüssel. Wealth beyond measure. Ja, jetzt wird es aber langsam schon schwierig, da Nein zu sagen. Kuriosität auf jeden Fall. Ja, machen wir das mal weg. Dann gönnen wir uns die... und wir lassen die Edelsteine liegen. Aha. Dann gönne ich mir noch die schnell die Kuriositäten. Also, Stuff, der halt hier sein könnte. Okay, gönn mir ein bisschen Stress fürs Rückwärtsgehen. Dann würde ich gerne nach oben gehen. Ein Hungercheck würde ich gerne vermeiden, wenn möglich. Wobei, eigentlich nicht. Eigentlich ist es nicht so schlimm. Ein Hungercheck wäre überhaupt nicht schlimm. Wir haben genug dabei. Aber ich würde gerne die anderen Räume auch erkunden. Kuriositäten. Also, irgendwann verbrauche ich meine ganzen Gegenstände und dann wird Platz für guten Stuff. Leider kann man Sachen nicht irgendwie... Ja, dieses... Also, ich muss auf jeden Fall frühzeitig da den Bauernhof mal nochmal nachchecken, was es mit dem Bauernhof auf sich hat. Irgendwas mit unendlichen Kämpfen, das weiß ich, aber... Moment, da ist etwas, was ich vergessen habe. Oh, da ist etwas, was ich vergessen habe. Ein Gegengift, alter Baum. Okay. Was ist da für ein Geheul in der Nähe? Oh, die Wappen nehme ich mit. Gute Wappen. Könnte man sich jedes Mal. Ich würde nach dem Kampf hier, würde ich dann gerne rasten. Ah, da kommt der Hungercheck. Ja, aber trotzdem, nach dem Kampf dort würde ich gerne rasten. Deswegen gehen wir jetzt da in die andere Richtung. Dort oben ist ja nichts außer eine Kuriosität. Das ist mir nicht wert, den Weg. Was brauche ich hier? Vergessenes Gepäck, nichts? Okay. Glittering Gold, Trinkets and Baubles. Urkunden, Tagebuch. Dazu habt ihr mir gar nichts geschrieben bisher, ob da irgendwo... Ich habe auch in der Stadt geschaut, ob da irgendwo Trivia oder sowas ist. Nichts gefunden, gar nichts. Hab ich noch nicht rausgefunden, ob diese Stories irgendwo... Ja, komm. Es ist gesichert, natürlich. Aber du... Moment, es ist gesichert... Ach, ein Schlüssel wird dann wahrscheinlich dort benötigt. Ich habe jetzt echt gedacht, da braucht man nichts. Nach dem Kampf wollte ich... Dann sollte ich die Fackeln ein bisschen sparen. Weil wenn man rastet, dann ist ja danach die Fackel, glaube ich, ganz toll wieder. Nein, schade. Oh, auch schade. Lass sie bluten, wenigstens. Oh, geschwächt sind sie auch. Oh ja, gut. Sperrfeuer. Dann treffen sie vielleicht mich weniger. Ordentlich geschwächt. Gute Debuffs. Ich finde die Teamcomp gar nicht mehr so schlecht. Die Teamcomp ist echt nicht schlecht. Wobei, ich muss echt... Nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, weil hinten kannst du nahezu gar nichts. Okay, der hat wenig Leben, merke ich gerade. Hallo? Darf ich auch mal? Manchmal finde ich es extrem. Da kommt es mir vor, als... Ja, was ist denn hier los? Was ist denn jetzt los hier? Also erstmal hier die dort hinten wegmachen.
give them no quarter. Eine Runde. Schon wieder ausgewichen. Oh, der kann von da kämpfen, dann macht es. Continue the onslaught. Destroy them all. Yes, der ist weg. Gut. Ja, gut, den können wir jetzt auch noch irgendwie wegmachen und dann rasten. So. Lass ihn bluten. Oh. Aus der Position kannst du nichts. Naja, gut. Dann heil doch mal. Mehr Damage und weg mit ihm. Yes, impressive. So sieht's aus. Für eine Bandage. But a victory nonetheless. Brauchen wir eine Bandage? Nee, nicht wirklich. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal. Wir sehen nichts, also rasten wir mal. Wobei, eigentlich, jetzt wo ich die Fackel einmal angemacht habe, wir können noch einen Raum weiter und dann rasten wir. Ah, Gegner. Easy Gegner. In der Normalität. In einem normalen Leben ist das ein easy Gegner. Easy Prey. Der wird... Okay, der hat widerstanden. Der war nett. So, schlitz den weg. Warte mal, macht das Bluten? Das macht kein Bluten. Bola könnte beide töten. Yes! Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Diese legendären Sprüche. Ja, und jetzt haben wir endlich mal wieder Platz. Kann ich gleich hier Onyx mitnehmen. 500. Kein Gegner, also... Mal gucken. Keiner will erkunden, also rasten wir. Und dann wieder ein Platz mehr. A moment of respite. Gönnung. A chance to steel oneself against the coming horrors. So, was machen wir? Was brauchen wir? Wir brauchen eigentlich... Stress hält sich in Grenzen. Minus Stressschaden. Sehr starke Heilung. 4 Kämpfe lang. Armbrust neu bespannen. Finde ich super. Das werde ich wahrscheinlich machen. Ein Gefährte 20 Schaden, aber Stress wird von ihm erhöht. Verringert Lichtstärke um 100, Stress wird um 15. Sterblichkeitsschwächung entfernt, okay. Keilung um 5. Dunkles Ritual. Heilung, Bluten. Der Flaggenland hat keinen Bock. Krankheit entfernen, nur selbst. Der macht nur Sachen zu sich selbst. Kuss der Peitsche. Heilung, der braucht... gar nichts da. Verlust von 20 alle Gefährten. Stress wird um... Oh, okay. Quarantäne. Dafür verliert er Leben, aber senkt den Stress von allen. Aha. Okay, dann. Blutiges Grabtuch. Das nehmen wir. Den Buff. Ein Gefährte plus... 20% Damage. Mögen die abscheulichen Mächte sich erhöhen. 5 haben wir noch. Der Stress wurde erhöht. Ich kann das machen. Dann habe ich noch... Und kann noch heilen. 15%. Wobei das geil ist. Ja. Was ist gescheitert? Na gut, egal. Das war sehr Premium. Er hat noch ein bisschen Stress, aber macht nichts. Ich fühle mich stark und mächtig. Vorwärts. Ich bin auf alles vorbereitet. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir dieses Übel besiegen.
So sieht's aus. Secrets and wonders can be found in the most tenebrous corners. Oh nein! Ach ja, wir haben nix. Ein Hinterhalt. Oh nein! Oh, das wäre gut gewesen, tatsächlich. Das wäre von Vorteil gewesen. Jetzt sehen wir nichts. Nach vorne rutschen und die anderen nach hinten rutschen. Schade. Eine sehr gute Nacht, aber keiner hat halt Wache gehalten. Ach, du Heilige. Dann rutschen wir mal durch. So, die zwei noch, aber das wäre kein schlimmes Problem. Komm mal nach vorne. Ich sehe dich so schlecht im Dunkeln. My friend. Don't do it. Stirb. Jawohl. Wollte gerade fragen, tollwütiger Ansturm. Können die irgendwelche Krankheiten übertragen? Oh, die werden zurückgeschlagen. Das ist eigentlich gar nicht so gut. Der blutet zu Tode. Sehr gut, der ist tot. Der andere Hund kommt da nach vorne. Ah, da haben wir es doch. Tollwut. Mal schauen, was Tollwut dann bewirkt. Kann man das irgendwie jetzt schon sehen? Nee. Sind das im Hintergrund so laute Geräusche? Success so clearly in view. Schön. Die Fackel. Is it merely a trick of the light? Nutzen wir mal ein paar heilende Bandagen. Sehr gut. Oh ja. Wechsel dich. Was ist das? Karte auf Gruppe zentriert. Nein, nicht wichtig. Eine Karte. Sehr schön. Jemand keine Falle. Ja, hat er korrekt gesagt. Okay. Ja, okay. Okay. Vor uns ist ein Raumkampf mit Schatz. Was? Okay. Ein Raumkampf mit Schatz. Gönnung! Hallo, meine Freunde. Seid ihr überrascht, mich zu sehen? Sehr gut, sehr gut. Komm mal nach vorne. Na, shit. Wie ist... Okay. Dann lass sie bluten hin. Ja, okay, ja. Ja, das ist wichtiger. Bluten ist wichtiger, als der Widerstand gegen Bluten zu erhöhen. Die dort vorne sind zwar beefy, aber... Wir schlugen die bösartigen Menschen, Achievement bekommen. Wahrscheinlich, weil ich eine bestimmte Menge besiegt habe. Gehe ich mal davon aus. Jawohl! Sowas ist geil. Oh, hast du etwa auch dunkler gemacht? Nee, geht immer pro Runde dunkel, wird immer... Nee, hä? Kannst du mit der Fähigkeit entsetzliche Beschwörung die Dunkelheit herbeiführen? Ja, oh ja. 7 Schaden. Wollte gerade sagen, du bist tot. Ja gut, dann Schlitz. Schuss. Tastender Schlag. Ah. Ich würde gerne einfach mal heilen. Weil wir es können. Und weil er tatsächlich am ehesten es gebrauchen kann. Bist du ein Scheuser? Bist du... Ja, du bist tatsächlich ein Scheuser. Gut, dann ist es besser gegen dich. Mensch, noch zu klein. Oh, schon wieder so ein Gegenstand. Oh, hier, gönn dir. Push on to the task's end. Oh, Urkunden. Geil. Ich liebe Urkunden. Einen Schlüssel. Gut, haben wir wieder Platz für neuen Stuff. Oh, da werde ich ganz wuschig, wenn ich das sehe. Da werde ich ganz wuschig. Das lohnt sich ja richtig. Oh ja. Die Falle ist weg, oder? Ja, die Falle ist weg. Die wurde ja schon mal ausgelöst. Na, ja, dass es so eine Falle ist, die immer wieder kommt. Das wäre garstig. Können wir uns noch eine Fackel... oh. Das ist belastend. Without tools of iron, you must rely on flesh.
and indefatigable purpose. Im wahrsten Sinne ist... Oh. Oh, was? Was? Sowas kann nicht sein. Wir haben noch nie ein Weihwasser benötigt. Aber das ist... Das ist auf jeden Fall nicht so wichtig. Ah, ja, ja. Urkunden. Geile Sache. Ich weiß nicht, was vor uns liegt. Deswegen gönnen wir uns eine Fackel. Kein Kampf auf jeden Fall. Oh ja, das können wir gebrauchen. Okay, nur den nächsten Raum hast du erkunden. Ja, besser als nichts. Man sollte nicht unglücklich. Da, Bandagen, Hammer. Langsam lerne ich auch auswendig, was wir so immer brauchen. Packs laden with loot are often low on supplies. Das ist doch was für... Ah, nun Narr. Dieser Narr. Bisschen Gold können wir mitnehmen. Diese Gegenstände sind ein bisschen was wert, aber... Jetzt eines von diesen Gegenständen oder das da loszuwerden. Ah, wie viel Bandagen werden wir schon noch brauchen? Nehmen wir mit. Weil ich kann es immer noch verkaufen. Oh, das ist ein Problem. That's a problem. A big problem, aber wir haben nur einen Raum. Greedy as I am, muss ich natürlich das jetzt auch noch ausgewichen. Sehr gut. Ah, wollte gerade sagen, ja, ich muss noch die Fackel erneuern. Aber alles gut, alles gut. Easy Gegner, easy prey. Let's. Was ist das überhaupt? Das ist auch Scheusal. Ja, perfekt. Gut, dass du gegen Scheusale gut bist. Für mich bist du ein Untoter. Gönnen wir uns eine Heilung. Yes. Okay. Soviel zu dem Thema. Foolish horrors. Ja, komm. Eine Karte enthält es. Die uns sagt, da ist nichts mehr drin. Naja, dann sind wir durch. Geil. Okay. Hat sich gelohnt, würde ich sagen. War guter Loot. Und wir haben die Quest abgeschlossen. Was irgendein Ereignis auslöst. Ja, geldtechnisch war es jetzt nicht der Hammer, aber Erbstücke, holla die Waldfächer, wie das zusammengequetscht ist. Oh ja, ne, das war gut, haben wir einiges bekommen. Das da deckt die Ausgaben, sehr schön. Sehr schön, okay. Was hast du bekommen? Anämisch. Gegen Blut. Na, startlustig. Das ist nicht schlecht, um schnell etwas zu vernichten. Das ist wirklich nicht schlecht, um etwas schnell den Chaos zu machen in der ersten Reihe. Okay, du willst gleich sterben. Kann einen belügen. Viel. Das ist gut. Kind des Schicksals ist, glaube ich, sehr gut. Okay. Das war... Okay. Das war eine gute Truppe. War ganz okay. The preponderance of rare and exotic injuries makes this place perfect for the study of suffering. Ah ja, Versammlung der Pfleger. Unter den Gästen befinden sich Experten für körperliche und geistige Einstellungen, sogar einige forensische Spezialisten. Behandlungsräume ist kostenlos, Krankenabteilungskostüm kostenlos. Also genau das. Ist kostenlos. Die sind verbessert. Level-Ups gab's. Updates available. Genau, das ist sogar... Ah, da, das sieht man. Das ist cool. Das ist sogar ein bisschen anders designed, dass da was ist. Das ist jetzt... Oh, das ist auch anders designed. Okay, Moment. Wir haben doch gerade eine Krankheit uns organisiert hier, Krankenabteilung. Also, Gönnung. Tollwut. Naja. Ah doch, Präzision ist wichtig. Weg damit. Einen Tick kann ich auch kostenlos bekämpfen. Was ist denn ein lästiger Tick? Hier, ja. Man kann aber auch andere Sachen verfestigen, oder? Tödlich zum Beispiel, oder so.
Fernkampf, das ist ein Funktion. Das weiß ich tatsächlich nicht, was das bedeutet. Anämischer Widerstand gegen Bluten finde ich nicht so toll. Was ist denn irgendein Char, den ich unbedingt behalten oder... Du bist eigentlich ein brauchbarer Kämpfer. Ja gut, ich kann sie alle irgendwann reinstecken. Dismas, du bist doch auch schon länger unterwegs. Darf nicht... Tatsächlich, wenn jemand etwas hat, will im Dorf nur eines. Das ist etwas, das ich eigentlich kuriere, weil das ist nervig. Genau. Das da. Das will ich eigentlich. Besessen von Nahrung. Dadurch isst du mehr. Das ist, glaube ich, nicht der Weltuntergang. Muss ich halt ein bisschen Nahrung mehr mitnehmen. Muss. Das ist jetzt... Du bist neu im Team. Okay. Plutomanie. Verrückt nach Geld. Wer ist das nicht? Wer ist das nicht? Mehr Stressschaden. Das ist schlechter Heiler. Du hast ganz schön viele negative Ticks. Ich hau dich, glaube ich, weg bei der ersten Gelegenheit. Verrenkte Schulter. Naja. Naja. Genau, das da. Das will ich kurieren. Das habe ich mir schon mal gedacht. Warum? Ich dachte, ich habe das schon kuriert. Liebestäusel weg. Du willst nicht nur das eine. Oh, so sind die Lederriemen. Oh ja, zu sexuellen Anspielen. Eigentlich müsste ich das auch mal upgraden. Dafür bräuchte ich die Büsten. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Verringert, das interessiert mich weniger. Verringert interessiert mich. Das mit der Anzahl interessiert mich schon eher. Ich habe auf jeden Fall jetzt einiges an Ressourcen bekommen. Das ist geil. Schauen wir mal, was als nächstes zur Auswahl steht. Ah, ist wieder eine Stufe hochgegangen. Was habe ich da? Kurz, ja, das ist okay. Kurz. Hier hätten wir ein mittleres. Ein Veteran-Dungeon. Ja, Veteran habe ich keinen. Was ich halt jetzt brauche ist. Ja, Urkunden sind auch geil. Warte mal, eine mittlere? Oh ja, ich glaube, das mache ich offscreen dann. Aber hier ist jetzt keine neue Quest besonderer Art, außer natürlich das da. Also. Runzlige Hexe und Nekromantenlehrling. Aber ich werde noch Meeresölen und Labyrinth auf Stufe 2 bringen, damit ich da auch die Bosse habe. Und dann denke ich mal, schauen wir mal, suchen wir uns mal einen Trupp aus, der bis dahin existiert. Und dann gehen wir mal in so einen Boss-Dungeon, oder? Achso, das ist Nekromant. Immun gegen Tod durch Blutfluch. Es ist auch eigentlich eine coole Sache, immer zu warten und zu schauen, was es hier so gibt. Bei Blutfluch. Ich will nichts mit Blutfluch jetzt. Lohnt sich richtig. Ich will das noch nicht mit Blutfluch. Das muss man noch nicht aktivieren. Das macht nur Stress. Na gut, okay. Bis zum nächsten Mal werde ich ein bisschen mehr upgraden hier. Ein paar Ortschaften hier. Bis auf Porträts kann ich ja alles ausgeben, würde ich behaupten. Da werde ich hier ein bisschen ausbauen. Vielleicht baue ich auch hier weiter aus. Also theoretisch, ich könnte den Rooster wieder weiter erweitern. Ja, das mache ich gleich. Was haben wir? Ein Kopfgeldjäger, Wegelager, Flergeland. Gefällt mir alles. Alle vier nehme ich fast. Nee, ich brauche was für die hinteren Reihen. Schau mir noch genauer an. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Und bis zum nächsten Mal.